Fragen und Antworten rund um das Thema AGI+. Eine Frage, die uns immer wieder erreicht, ist das Produkt nicht sehr, sehr spröde, wenn es so resistent ist gegen Beschädigung? Nein, ist es nicht. Unser Produkt ist zum einen wahnsinnig resistent gegen Verkratzen. Das ist das, was wir unbedingt erreichen wollten. Es ist zum anderen aber auch schlagzäh und es ist hervorragend verformbar. Das heißt, wir haben viele Nutversuche gemacht und Umformversuche, bei denen das Produkt hervorragend abschneidet im Vergleich zu alten oder Wettbewerbsprodukten. Wir können nicht von einer generellen Nutfähigkeit sprechen, aber von einer deutlichen Verbesserung in diesem Thema. Das liegt an einer hervorragenden Haftung. Wir haben die Oberfläche, die wir durch Sandstrahlen SA2,5 hier vorliegen haben, genau abgestimmt auf den Beschichtungsstoff und den Beschichtungsstoff genau abgestimmt auf die Oberfläche, um allerbeste Haftung zu erreichen. Eine weitere Frage ist die UV-Stabilität des Produktes. Kann ein AGI überhaupt UV-stabil sein? Ja, genau, es kann UV-stabil sein. Wir haben keine Xenon-Tests oder Florida-Tests, aber man kann sehr ruhigen Gewissens sagen, ja, du kannst das Rohr auch verbauen, beispielsweise für eine Kältezentrale am Dach oder innerhalb von einem Gebäude, wo es langfristig sichtbar ist. Die Farbtöne verändern sich nicht. Eine Alterung liegt nur in äußerst geringem Maß oder zu vernachlässigend vor. Dann ist häufig eine Frage, weshalb haben wir keine Zweifarbigkeit? Die alten Systeme hatten beispielsweise Rot und Grau oft, sehen Sie hier in der Nut, oder es wurde vom Kunden vorgeschrieben, farblich abgesetzt. Und können wir das mit AGI bieten? Nein, wir können keinen technologischen Rückschritt bieten, sondern einen Fortschritt. Diese Zweifarbigkeit wurde immer gewählt aufgrund der unzureichenden Beschichtungstechnik und der unzureichenden Beschichtungsstoffqualität. Das heißt, in alten Stoffen sind Lösemittel enthalten, welche das Produkt verlassen müssen. Diese Lösemittel hinterlassen Kanäle, Lösemittelkanäle, und die werden von der nächsten Schicht wiederum geschlossen. Das heißt, eine Zweischichtigkeit ist eine Behelfsmaßnahme für unzulängliche Produkte und Prozesse. Die haben wir schon mit einem Zwischenprodukt überwunden. Über Jahre hinweg konnten wir schon mit Einschichtigkeit hohe Resistenzen erreichen, wesentlich höhere als bei AGI. Und mit diesem Produkt ist es insbesondere so, dass eine Mehrschichtigkeit völlig sinnfrei ist und wäre. Es wird auch maschinell appliziert, häufig ein Argument für Zweischichtigkeit. Wenn ein Lackierer ein Stück übersieht beim ersten Lackiergang, dann kann er es ja beim zweiten erreichen. Naja, spätestens bei automatischer Beschichtungstechnologie sind es Themen, die einfach der Vergangenheit angehören. So ungefähr wie Blei im Benzin, damit der Motor geschmiert ist. Gott sei Dank können wir ohne Blei fahren, Gott sei Dank müssen wir nicht mehr auf alte Behelfsmaßnahmen zurückgreifen. Eine Frage zum Thema Ausbesserungsmaterial erreicht uns immer wieder. Wir liefern dieses Ausbesserungsmaterial ja so, dass der Markt mittlerweile danach schreit. Fertig als Set in einem Karton. Eine Menge, die jemand schnell verarbeiten kann, Komponente A, Komponente B, komplett zu mischen, inklusive Bedienungsanleitung, die beigelegt ist. Und was wir noch dabei haben in unserem Ausbesserungsset, ist ein Pinsel und einen schichtdicken Messkamm, damit man auch bestimmen kann, welche Schichtdicken haben wir denn überhaupt vorliegend. Klassischerweise streicht der Kältebauer einfach ein, zwei, dreimal drauf, wie er das in der Erfahrung heraus gewohnt ist, aus der Erfahrung heraus, und wir können mit unserem Produkt jetzt aber wunderschön messen. Da keine Lösemittel enthalten sind, passiert auch kein Schwund, keine Emission. Und die Frage taucht häufig auf, ja, das Produkt ist ja super, aber können wir es hierfür verarbeiten? Beziehungsweise, wenn wir euer neues Produkt AGI+ kaufen, können wir überhaupt mit unserem alten Ausbesserungsmaterial arbeiten?
Zwei Antworten, ja und ja. Sie können mit dem neuen, mit dem hochwertigen Ausbesserungsmaterial selbstverständlich auch alte Rohre und alte Beschichtungen und handelsübliche Wettbewerbsprodukte ausbessern, genauso wie Zwischentechnologien bis zur heutigen und andersrum ebenfalls. Das heißt, wenn Sie ein Rohr AGI Plus verkaufen, kann der Kältebauer mit seinen gewohnten Produkten selbstverständlich auch darauf arbeiten. Weitere Fragen gerne jeweils jederzeit zu mir. Ich bin bereit, immer Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank.